Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge Let's Play Transport Fever mit mir, den Cedric Aresios. Und ihr schaut auf dem südasmaralischen Fernsehen gerade dazu. Ich freue mich für euer Beisein. Die letzte Folge ist das hier, wo wir den Berg ein bisschen aufforsten. Es dauert wirklich richtig lange. Hätte ich nicht gedacht. So. Das reicht ja, und hier drüben wollten wir nur ein bisschen machen. So den Wald so übergehen lassen. In so irgendwie so eine Steppenlandschaft. Oh ja, ein Benz. Der in der Sonne glänzt. Wenn wir das geregelter machen, geht es schneller, aber so geht es auch ganz gut. Wir sind gleich fertig, guckt ihr. Zack, zack, zack. Und schon sind wir fertig. Jetzt haben wir noch ein paar Büsche hier dazwischen. Und schon hat das Ganze mehr Charme. Können wir eigentlich auch machen. Hier ein paar Büsche dazwischen knallen. Zack, zack, zack. Und hier vorne auch, zack, zack, zack. Alter, das sind Geräusche. So, jetzt verschone ich euch damit. Meine Freunde. Ihr seid entlastet. Wir haben 108 Millionen. Wir bauen jetzt ordentlich, meine lieben Freunde. Und zwar Bahngleise. Nach Lastrup ist unser nächstes Ziel. Lastrup, haben wir da schon den Bahnhof errichtet? Nein. Lastrup. Schaut es euch an. Eine schon etwas moderneres Örtchen. Und dieses modernere Örtchen tun wir jetzt bearbeiten. Als erstes der Personennahverkehr. Oder ne, als erstes bauen wir den Bahnhof. Dazu tun wir uns mal die Landnutzung angucken. Da ist es ja am sinnvollsten, den hier hinten hin zu pflanzen. Ja, macht am meisten Sinn. So, Gleise, Bahnhof. Bahnhof, 240 Meter, Oberleitung, ja. Gibt es jetzt schon elektrische Züge? Man kann es austesten. Hier kann ich jetzt Oberleitung einstellen. Okay. Also lassen wir das doch einfach mal. Wir machen aber gleich mal 4 Anschlüsse und drehen das Ganze nochmal. Und zwar so. So und nicht anders. Zack, haben wir das mal damit noch verbunden. Das kann man auch damit verbinden. Das kann man damit verbinden und das damit. Der Rest ist irrelevant in diesem Zeitpunkt. Wir haben hier noch Backstein. Und hier haben wir auch noch ein Örtchen. Schwanmühle. Wir kümmern uns erstmal um Lastrup. Wir haben ja Zeit. Und Lastrup braucht einen Nahverkehr. Und den bekommt es auch, indem wir hier am Depot hinsetzen. Zack. Können wir die Industrie packen eigentlich? Hier so hin. Zack. Und indem es Linien bekommt. Und diese Linien treffen sich einmal hier. Und treffen sich auch einmal hier. Zack. Wollen wir kurz in die Ansicht gehen. Das ist ordentlich was los hier. Der Höhe kann man die Fußgänger, glaube ich, nicht mehr betrachten, aber wenn man einen reingeht schon. Ja, guckt euch mal die Massen hier an.
Ich kann noch einen reingehen für die Handy-Benutzer von euch. Ist das schon richtig krass, was er abgeht. So, deswegen stellen wir jetzt Haltestellen an den wichtigsten Punkten. Und da ist mir schon wichtig, dass wir vom Bahnhof aus hier so runterfahren. Dann halten wir hier einmal. Hier ist eine Haltestelle. Da ist eine Haltestelle. Und hier. Das ist eine Linie. Die andere Linie geht hier runter. Fährt dann hier lang. Hat dann hier die andere Haltestelle. Hält auch einmal hier. Und fährt dann hier wieder zurück. Wieder hier hin und dahin. Tun wir die zwei Linien mal erstellen. 1, 2. Und das ist Lastrup. Dürfen wir uns jetzt nicht aus dem Ohr. Hier Lastrup. Ich tue es gleich mal erstellen. Bus. Lastrup. Zack. Alte Stelle hinzufügen. Zack. Zack, zack. Hier lang, da lang, da lang. Und die zweite geht von da nach da, nach da, nach da, nach da, nach da, nach da und nach da. Und jetzt gucken wir nochmal unser Diagramm. Düdüb. Eines Fahrzeugs verfügbar. Schaffhausen. Ein Dampfer. Mal Informationen und Linien. Und da ist die nächste Linie die 22. Also Bus, oder? Wie haben wir das genannt? Ja, einfach nur so, genau. 22 1. Und das ist der Bus 22-2 in Lastrup. Zack. Die zwei verschiedenen Wege gibt's. Und hier ist das Depot. Und da haben wir ja schon das Neueste vom Neuesten, den Postbus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alle Linien zuweisen. Lastrup 1 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alle zuweisen auf Lastrup 2. So, jetzt haben wir erstmal hier welche, die fahren ja aus wie die Ameisen. Und wir kümmern uns dann mal um die Gleise. Na komm. Da. Und die sind ja hier elektrisch. Elektrisch sind sie jetzt schon. Ist der Hammer. Der Shit. So, gucken mal, wo die hier langführen kann. Weil so viel Wegstrecke ist das ja jetzt hier nicht. Aber wir haben jetzt ja hier schon angefangen, da schon mal ein Gleis rüber zu führen. Und dann wird es da wahrscheinlich auch das Gleis werden. Ich weiß nicht, ob wir hier auch noch ein zweites Gleis unten drunter bekommen. Ja, das bekommen wir unten drunter. So. Machen wir das mal zweigleisig an der Stelle. Vielleicht kommt da später mal noch was anderes. Können wir das an der Stelle auch zweigleisig machen? Kommt der aus dem Tunnel raus? Ja, das würde funktionieren. Das würde funktionieren. Super. Haben wir schon mal hier ein paar Ansätze, wie das hier weitergehen könnte. Okay, weiter hoch geht's nicht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich an der Stelle. Und ja,
Wenn es so ärgerlich ist, dann machen wir uns doch einen Kopf drüber in der nächsten Folge. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao!